Mehr als jeder dritte Bundesbürger wünscht sich, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel vor 2021 an der Regierungsspitze abgelöst wird. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presseagentur meinen aber dagegen 43%, sie sollte wie geplant bis zur Bundestagswahl in knapp 3 Jahren im Amt bleiben. 18% machten keine Angaben. Merkel hatte den CDU-Vorsitz zwar Anfang Dezember nach 18 Jahren abgegeben, sie erklärte aber, dass sie die komplette Legislaturperiode Kanzlerin bleiben möchte. Eine Stabübergabe bei Fortführung der Großen Koalition gilt als nahezu ausgeschlossen, da die SPD kein Interesse an der Wahl eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin hat. Möglich wäre eine vorzeitige Ablösung Merkels bei einem Koalitionswechsel oder bei einer Neuwahl nach einer verlorenen Vertrauensfrage der Kanzlerin im Bundestag. Von den Anhängern der CDU, CSU und der Grünen meinen jeweils rund 2/3, Merkel sollte bis 2021 weitermachen. Bei SPD, FDP und Linken sind es jeweils ungefähr die Hälfte. Von den AfD-Anhängern wollen dagegen 78% eine vorzeitige Ablösung Merkels. Nur 10% wollen sie bis 2021 im Amt sehen.